Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie vor allem an diesem heißen Tag heute für uns Zeit gefunden haben. Hier im Studio ist es schön cool. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei Litlaunch TV sind, in der Verlagsgruppe Random House. Mein Name ist Harry Kämmerer. Ich arbeite als Redakteur beim Südwestverlag. Und ich habe heute das Vergnügen, einen Gast im Studio zu haben, die nicht nur Medizinerin ist, sondern auch Bestsellerautorin. Willkommen, Michaela Axgadermann. Ja, hallo. Guten Abend. Ja, Sie sind die Autorin der erfolgreichen Ratgeber Schlank mit Darm und Schlau mit Darm. Und Sie werden in der jetzigen Stunde uns ein bisschen Wissenswertes rund um dieses unterschätzte Organ und seine kleinen Bewohner erzählen. Vielleicht noch für Sie draußen an dem Bildschirm. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen. Sie finden entweder auf Facebook, können Sie einfach kommentieren, wir lesen das dann. Oder Sie finden eine Fragebox unterhalb des Videoplayers. Dann können wir schon starten. Ja, Frau Axgadermann, vielleicht noch ein paar kurze Worte zu Ihnen, zu Ihrem Beruf. Sie sind Ärztin und Professorin. Sie schreiben nicht nur Fachbücher, sondern auch Ratgeber. Gibt es einen speziellen Auftrag, den Sie sehen, den Ratgeber besser erfüllen als Fachbücher? Ja, ich arbeite ja im Bereich der Gesundheitsförderung. Und ich denke, dass es durchaus wichtig ist, aktuelle Forschungsergebnisse auch dem Laien, dem Nichtmediziner, verständlich zu erklären, damit er das auch in seinen Alltag integrieren kann. Sonst diskutieren ja immer nur Wissenschaftler untereinander. Und gerade der Leser, der Endverbraucher sollte natürlich so etwas auch anwenden können. Ich habe es gerade schon angedeutet, der Darm ist heute unser Thema. Der war lange so ein bisschen Stiefkind der Medizin. Jetzt ist um ein dummes Wort zu gebrauchen, der Darm in aller Munde. Können Sie uns sagen, warum das jetzt eigentlich so eine Welle macht, der Darm? Ja, das stimmt. Der Darm, der ist vom Kellerkind zum Superstar aufgestiegen in den letzten Jahren. Und das liegt vor allem daran, dass man mit neuen Analysemethoden sehr genau inzwischen feststellen kann, was denn so im Darm lebt, welche Bakterien da leben. Und plötzlich, das konnte man vor 10 Jahren noch nicht, aber plötzlich kann man bestimmte Veränderungen in der Zusammensetzung der Darmflora mit bestimmten Erkrankungen in Verbindung bringen. Und da haben die Wissenschaftler in den letzten Jahren wirklich ganz Erstaunliches herausgefunden. Und welche Bedeutung haben jetzt Bakterien, man verbindet häufig was Negatives damit, welche Bedeutung haben die denn für den Darm und die Gesundheit dann? Ja, viele Jahre galten Bakterien vor allem als Krankmacher. Aber heute betrachtet man sie vor allem als Gesundmacher. Bakterien produzieren sehr viele Stoffe, sie produzieren Hormone, Botenstoffe, Nervenbotenstoffe, die also nicht nur im Darm wirken, sondern die den gesamten Körper beeinflussen können. Von der Haut über das Gehirn bis hin zu der Psyche haben diese Botenstoffe Auswirkungen. Wir haben, glaube ich, ein Bild vorbereitet. Können wir vielleicht mal drauf schauen eben? Ja. Was sehen wir da genau? Ja, da sehen wir eigentlich etwas ganz Seltenes oder heutzutage Seltenes, nämlich der Handabdruck eines Kindes, das draußen gespielt hat. Findet man ja heute in der virtuellen Welt gar nicht mehr so häufig. Und wir sehen da, dass die Hand mit ganz vielen Bakterien besiedelt ist. Ist das gut oder schlecht? Ja, also man könnte, heißt ja immer Hände waschen. Genau, zunächst würde man wahrscheinlich sagen, igitt, igitt. Ja. Aber wir sind von innen, von außen mit Bakterien besiedelt. Wir leben in einer von Bakterien beherrschten Welt. 70% der gesamten Biomasse der Erde sind Bakterien. Und sowohl auf der Haut als auch auf den Schleimhäuten und im Darm leben diese Bakterien. Wir besitzen ungefähr 100 Billionen Keime, die überwiegend Gutes für uns tun. In einem Gramm Stuhl sind mehr Keime zu finden, als Menschen auf der Erde leben. Das sind Dimensionen, die kann man sich kaum vorstellen. Wir haben mehr Keime in uns, als wir Körperzellen haben. Und alleine an diesen Zahlen merkt man sehr gut, dass diese Bakterien für uns eine wahnsinnig große Bedeutung haben. Und was kann eine gute Darmflora alles für die Gesundheit tun dann? Ja, die Darmflora, eine gesunde, ausgewogene Darmflora, die bei vielen Menschen gar nicht mehr so vorhanden ist. Also man schätzt, dass bei einem Drittel der Menschen in Mitteleuropa die Darmflora verarmt ist. Aber wenn die Darmflora gesund ist, dann schützt sie uns vor Depressionen, sie schützt uns vor Übergewicht, vor Allergien, sie lässt uns Stress besser ertragen. Also wir können im Prinzip von einer gesunden
Darmflora auf ganz vielfältige Weise profitieren. Sagen wir es mal andersrum, wenn der Darm nicht gesund ist, wie äußert sich das? Es gibt ja so Reizworte, dann immer Reizwort, Reizdarm eben oder auch Leaky Gut, das sind so Schlagworte, die tauchen in letzter Zeit immer häufiger auf. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch ein Bild dazu zum ja, Leaky Gut. Genau. Vielleicht genau. Erklären Sie uns mal, was da passiert im Darm eigentlich. Genau, Leaky Gut heißt übersetzt löchriger Darm. Und unser Darm hat ja vor allem zwei große Aufgaben. Zum einen soll er Nahrung und Nahrungsbestandteile resorbieren, also in den Körper hineinlassen. Und zum anderen soll er als Barriere dienen, dass Schadstoffe oder Bakterien, die wir eben nicht im Körper haben möchten, abgehalten werden. Und bei dem Leaky Gut, das sieht man vielleicht auch ganz gut auf dem Bild. Auf der einen Seite ist eine gesunde Darmbarriere, da werden die Keime abgehalten oder auch Schadstoffe. Und bei dem Leaky Gut, da entstehen kleine Löcher, mikroskopisch winzige Löcher, durch die Bestandteile in den Körper gelangen, die da nicht hin sollen. Und das fördert Entzündungen, das fördert ganz viele Erkrankungen. Ah ja, gut, jetzt. Und der Reizdarm vielleicht, das war das Reizdarm, andere. Reizdarm, genau. Ganz wichtig, genau. Ja, Reizdarm ist ja eine sehr weit verbreitete Erkrankung. Das heißt, 10-20% der Menschen in Deutschland und auch in Europa klagen darüber. Und die Symptome, die sind eher unspezifisch. Das heißt, mal Bauchschmerzen, mal Stuhlunregelmäßigkeit. Man geht zum Arzt, der Arzt findet dann häufig nichts. Und man weiß, dass eben auch eine Störung der Darmflora, manchmal ausgelöst durch einen Darminfekt, manchmal ausgelöst durch Antibiotikatherapie, zu diesem Reizdarm führen kann. Ist denn eigentlich irgendwas festzustellen? Es gibt ja jetzt fast schon modische Unverträglichkeiten. Es gibt spezielle Ernährungsformen, vegan, laktosefreie, Glutenunverträglichkeit. Gibt es da einen Zusammenhang auch? Ja, es ist im Moment scheinbar so ein bisschen im Trend, eine Unverträglichkeit zu haben. Der Darm passt sich der Ernährung an. Also eine vegane Ernährung ist eigentlich schon eine darmfreundliche Ernährung, weil ich viele pflanzliche Ballaststoffe zu mir nehme. Aber natürlich muss man aufpassen, man muss sich mit Ernährung auskennen, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen. Vegetarisch ist dann schon ein bisschen leichter zu handeln. Und bei dem Thema Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit, da merkt man, also man weiß, dass etwa 10% der Menschen hier bei uns Laktose, also den Milchzucker, nicht verdauen können. Und dann, wenn sie Milchprodukte oder sowas verzehren, eben Bauchschmerzen, Durchfälle bekommen. Aber bei Befragungen geben 50% der Menschen an, dass sie glauben, sie hätten eine Laktoseunverträglichkeit. Also jeder Zweite glaubt inzwischen schon, darunter zu leiden. Und 80% der Produkte, die verkauft werden, der laktosefreien Produkte, werden an Menschen verkauft, die überhaupt keine Laktoseintoleranz haben. Laktose ist eigentlich etwas Harmloses, ein Milchzucker, der im Körper aufgespalten wird, wenn ich dieses Enzym habe, was aufspaltet. Und in diesen laktosefreien Produkten, da hat man mit teilweise mit gentechnologischen Methoden Enzyme zugesetzt, die diese Laktose abbauen. Ob das jetzt wirklich gesünder ist? Also dann die 90 Sorten Milch, die man jetzt im Supermarkt ja, findet. Ja, die sind teurer, die sind süßer, weil eben anderer Zucker da drin enthalten ist durch den Abbau. Und mit dem Gluten ist es so, etwa 1% der Menschen hier bei uns können Gluten nicht vertragen. Die haben eine bestimmte Erkrankung, nennt sich Zöliakie. Bei allen anderen funktioniert das mit dem Gluten meistens. Aber es gibt ja so diese Weizenmehlangst. Interessanterweise trinken aber viele Menschen, die behaupten, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit und die auf Weißmehl verzichten, gerne auch mal ein Weizenbier. Das enthält genauso Gluten. Das heißt, man sollte wirklich schauen, vertrage ich es wirklich nicht oder bin ich einfach durch diese ganzen Produkte frei von auf diesen Trend gekommen. Wie kommen denn die Keime eigentlich rein in den Darm? Weil es ist ja so, bei der Geburt ist das, glaube ich, noch so, es sind fast keine Keime im Darm drin, das ist genau. Der Nullpunkt. Und wo kommen die dann her eigentlich? Also beim Geburtsvorgang werden die Keime aufgenommen, entweder die Keime aus dem mütterlichen Genitaltrakt bei einer normalen Entbindung oder eben bei einer Kaiserschnittentbindung gelangen als erste Keime die Keime der Haut, der Pfleger, der Eltern und so weiter in den Darm. Und man weiß heute, dass das für die Entwicklung einer gesunden Darmflora nicht unbedingt optimal ist. Wenn anschließend das Kind gestillt wird, dann kommen wieder neue Keime dazu. Es gibt also mehrere Möglichkeiten im Laufe des Lebens, Keime aufzunehmen.
Wir tauschen auch Keime aus mit unseren Mitmenschen. Jeder von uns produziert jetzt oder gibt jetzt in der nächsten Stunde ungefähr 1 Million Keimpartikel ab. Also jeder von uns ist von einer Keimwolke umgeben. Und so nehmen wir eben regelmäßig auch wieder neue Keime auf. Und das Interessante ist an dieser Keimwolke, die ist so individuell, dass man in einem Zimmer feststellen kann, wer in diesem Zimmer war, anhand der Keime, die in diesem Zimmer nachgewiesen werden können. Man kann in einer Wohnung anhand der Keime im Staub nachweisen, ob Männer oder Frauen dort wohnen. Und wir tauschen mit der Familie auch die Keime aus, auch mit dem Hund, wenn ein Hund im Haus lebt, oder mit dem Meerschweinchen. Also so prinzipiell, so viel habe ich jetzt verstanden, zu viel Hygiene ist auch gar nicht gut in dem Fall. Nein, ein bisschen Dreck schadet nicht. Und man weiß, dass manche Krankheiten sogar durch frühen Keimkontakt, durchaus Spielen, auch im Schmutz mal, durch wenig Desinfektion, dass dadurch auch viele Krankheiten verhindert werden können, weil sie einfach ein starkes und vielfältiges Mikrobiom, also eine starke, vielfältige Darmflora fördern. Ja, jetzt kommen wir mal zu unserem ersten Erfolgsbuch. Das ist Schlank mit Darm. Das klingt jetzt schon ein bisschen schräg eigentlich, weil man denkt, der Darm ist eigentlich noch die Durchgangsstation für die Nahrung, wo dann irgendwie die Energie rausgezogen wird und dann entweder besser oder schlechter verdaut wird. Was hat denn die Darmflora zu tun jetzt sozusagen, ob ich jetzt schneller schlank werden kann oder ob ich stark zunehme, egal was ich tue? Wie sind da die Zusammenhänge? Die Darmflora verarbeitet ja einen Teil unserer Nahrung, macht ihn uns überhaupt erst zugänglich. Und man hat so ungefähr vor 10 Jahren festgestellt, dass Menschen mit Übergewicht eine anders zusammengesetzte Darmflora haben als Menschen, die schlank bleiben. Man hat das dann auch im Tierversuch festgestellt. Kräftige Mäuse haben eine andere Darmflora als schlanke Mäuse. Jetzt war natürlich die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Haben übergewichtige Menschen eine andere Darmflora, weil sie sich anders ernähren und dadurch sich die Darmflora ändert? Und deshalb hat man bei Mäusen, ich glaube, da haben wir auch ein Bild zu, man hat 2 Gruppen schlanker Mäuse, die Darmflora von untergewichtigen Menschen eingepflanzt, von normalgewichtigen und von übergewichtigen. Und dann haben innerhalb von wenigen Wochen die Mäuse die Form angenommen ihres Spenders, könnte man sagen, alleine durch die Transplantation dieser Darmflora bei gleicher Ernährung. Das heißt, die vormals schlanke Maus, die eine dicke Darmflora transplantiert bekommen hat, die hat zugenommen. Und heute weiß man, dass es bestimmte Keime im Darm gibt, die die Nahrung besonders gut ausnutzen. Das waren durchaus Keime, die früher in Hungersnöten und in schlechten Zeiten uns geholfen haben zu überleben. Weil diese Darmflora jeden Tag 150 bis 200 Kalorien zusätzlich aus dem Essen zieht. Und 150 Kalorien, das hört sich nicht viel an. Das ist ein Stück Kuchen, ein Hamburger. Aber im Laufe des Jahres kommen dadurch ungefähr 8 bis 10 Kilo zusätzliches Gewicht auf die Hüften. Und deshalb gibt es eben Menschen, die scheinbar gute Futterverwerter sind, die sich jeden Tag diese 200 Kalorien irgendwie wieder absparen müssen. Aber das Wichtige wäre jetzt zu wissen, eigentlich kann ich was tun? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, die nicht so guten Keime im Darm habe, kann ich das umpolen, anders besiedeln? Ja, da gibt es eine ganze Reihe Studien und man weiß, das geht auf jeden Fall durch eine Ernährungsumstellung, durch eine Ernährung, die viele Pflanzenfasern enthält, die sogenannte präbiotische Ballaststoffe enthält. Das sind Ballaststoffe, die den Bakterien als Futter dienen, die sie benötigen, um sich zu vermehren, um zu wachsen. Aber man weiß auch, dass das eine gewisse Zeit dauert. Also einfach nur mal 2 Wochen die Ernährung umzustellen, reicht nicht, sondern bis die Darmflora wirklich stabil sich in eine schlanke Darmflora verwandelt hat, das kann einige Monate dauern. Was wären denn so ganz verlässliche Nahrungsmittel, die dann für alle eigentlich geeignet sind, wo man schon mal anfangen kann? Was wäre da zum Beispiel? Ja, also es gibt ungefähr 20, 25 Nahrungsmittel, die hohe Präbiotika-Anteile enthalten. Das sind so ganz gängige Nahrungsmittel dabei, wie Haferflocken oder Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen. Es sind aber auch eher seltener verzehrte Nahrungsmittel wie Artischocken dabei oder Topinambur, das sind so Dinge, die vielleicht nicht jeder auf dem Tisch hat. Aber im Prinzip
gibt es auch noch andere Lauchgemüse, Knoblauch, Zwiebeln. Also jeden Tag mal eine Zwiebel ins Essen oder in die Soße schnippeln, wer das mag. Damit tut man für seine Darmflora schon eine ganze Menge. Wir haben eine Frage von draußen noch reinbekommen von Petra. Ist denn die Tageszeit der Nahrungsaufnahme auch entscheidend für die Darmunterstützung? Ja, man hat vor kurzem herausgefunden, dass die Darmbakterien auch einen Biorhythmus haben. Das heißt, tagsüber sind die viel aktiver in der Verwertung von Nahrung. Nachts ruhen die auch, die Darmbakterien. Das heißt, Schichtarbeiter zum Beispiel, die nachts schwere Mahlzeiten zu sich nehmen, die verändern dadurch ihr Mikrobiom, ihre Darmflora, auch in eine eher ungünstige Richtung. Und man sollte tagsüber, wenn die Darmflora gut arbeitet, mittags zum Beispiel oder auch morgens, sehr viele Präbiotika zu sich nehmen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man es denn schafft, 3 Mahlzeiten am Tag wären optimal. Dass der Darm und auch der Blutzuckerspiegel immer mal zwischen den Mahlzeiten die Möglichkeit hat, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und auch andere Aufgaben zu erledigen. Also dieses Prinzip 5 Mahlzeiten am Tag und immer noch eine Zwischenmahlzeit, um abzunehmen, das Prinzip ist eigentlich überholt. Ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe Fragen eigentlich auch zum Thema Medikamente bekommen. Mhm. Welche Bedeutung hat denn die Einnahme von Medikamenten für die Darmflora? Gibt es da Probleme auch? Ja, es gibt einige Medikamente, die die Darmflora ungünstig beeinflussen. Ganz klassisch ist das natürlich bei den Antibiotika. Aber auch andere häufig verwendete Mittel, wie zum Beispiel so Magentabletten, Protonenpumpenhämmer nennen die sich, die setzen die... Die bekommt man wann verschrieben, wann braucht man die? Wenn man Magenschleimhautentzündung hat oder Magengeschwür oder auch Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines Herzinfarkts blutverdünnende Mittel einnehmen müssen, die bekommen das häufig verschrieben. Und die setzen den pH-Wert, also diese Säurebarriere im Magen, herab. Und dadurch gelangen mehr Keime von außen durch den Magen hindurch in den Darm und siedeln sich dann teilweise auch an. Und diese Barriere ist eigentlich ein Schutz. Und wenn der fehlt, verändert sich auch die Darmflora. Ist das ein temporäres Problem? Weil häufig ist ja Antibiotika, werden manchmal auch bei schweren Krankheiten, ziemlich langfristig eingenommen. Ja. Ist das dann irreparabel oder kann man das dann wieder auf einen guten Zustand zurückbringen? Ja, also man weiß, nach einer 7- bis 10-tägigen Antibiotikatherapie, das ist ja so die klassische Antibiotikabehandlung bei zum Beispiel Halsschmerzen oder anderen Erkrankungen, braucht die Darmflora einige Monate, bis sie sich wieder regeneriert hat. Und da ist es natürlich gut und wichtig, etwas für die schnelle Regeneration zu tun. Zum Beispiel Präbiotika häufiger zu verzehren oder auch ein Präparat einzunehmen, ein Synbiotikum, was Keime und präbiotische Ballaststoffe enthält. Wenn ich aber noch länger Antibiotika einnehme, dann weiß man, dass selbst nach 2-3 Jahren die Darmflora noch, man könnte es nennen, Narben aufweist. Das heißt, dass manche Keime kaum noch nachweisbar sind oder vielleicht auch aus dem Darm verschwunden sind. Und das führt eben auf Dauer zu einer Verarmung der Darmflora. Die Vielfalt geht verloren. Wie sieht es denn eigentlich aus? Es gibt auch ganz modisch ganz wahnsinnig viele Nahrungsergänzungsmittel, das die Leute sehr gerne nehmen, um irgendwie, egal was, Vitaminhaushalt aufzupimpen und so weiter. Ist das schädlich oder neutral oder ist es gerade gut? Nahrungsergänzungsmittel, der Begriff umfasst natürlich ganz viele Präparate. Und es gibt sicher Fälle, wo so etwas wichtig ist, das genommen wird, also Folsäure in der Schwangerschaft zum Beispiel oder Jod bei Schilddrüsenerkrankungen, wenn der Arzt das für notwendig hält. Oder auch Veganer, von denen hatten wir ja vorhin gesprochen, die brauchen B12. Für den Darm sind vor allem bestimmte Bestandteile, die man auch in der Nahrung findet, sinnvoll. Diese Präbiotika, die kann ich als Nahrungsergänzung zu mir nehmen. Und auch bestimmte Bakterien. Also man kann auch ganz gezielt Darmbakterien wie Milchsäurebakterien oder Bifidobakterien zuführen und die Darmflora dann zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie wieder regenerieren. Da haben wir auch gerade eine Frage reinbekommen vom Uli per Mail. Welche Joghurtsorten können Sie empfehlen? Wir machen keine Werbung hier, aber was ist mit Kefir zum Beispiel? Also Joghurt ist ganz häufig, glaube ich, auch sehr viel Zucker drin, wenn Früchte drin sind, vielleicht sagen Sie uns dazu was. Ja, also Joghurt, Kefir, also diese ganzen vergorenen Milchprodukte werden eben durch bestimmte Bakterien, meistens sind es Milchsäurebakterien, vergoren und die sind dann auch in dem Joghurt enthalten. Wichtig ist, dass der Joghurt nicht wärmebehandelt ist, weil die Bakterien dadurch eben abgetötet werden. Das macht den Joghurt länger haltbar, aber der enthält dann leider keine Keime mehr. Also der Joghurt sollte nicht wärmebehandelt sein,
Naturjoghurt ist natürlich schön, aber wenn ich einen Joghurt mit Geschmack nehme und der nicht wärmebehandelt wurde, dann ist das auf jeden Fall auch für den Darm in Ordnung. Und Kefir genauso. Sauerkraut wäre auch ein probiotisches Nahrungsmittel, was aber natürlich durch das Erhitzen auch wieder die Keimzahl verliert. Also Sauerkraut am besten auch kalt essen, wenn man das mag. Ah ja. Gut, so viel vielleicht zum Thema Schlank, Darm, Bauch, dem Komplex. Wir haben hier eine Frage jetzt reinbekommen, die führt uns eigentlich zu unserem nächsten Komplex. Welche Rolle spielt der Darm bei Alzheimer? Vielleicht das ein bisschen später, aber was hat der Darm eigentlich mit dem Gehirn zu tun? Mhm. Mit seiner Leistung, mit seiner Gesundheit auch? Ja, man denkt ja auf den ersten Blick, Darm und Gehirn, das ist völlig unterschiedlich und die liegen in ganz unterschiedlichen Körperbereichen. Aber es gibt ganz, ganz viele Verbindungen zwischen dem Darm und dem Gehirn. Es gibt eine, nennen wir es mal Standleitung, das ist der Nervus vagus, der den Darm direkt mit dem Gehirn verbindet. Und über diese Nervenverbindung sendet der Darm ganz viele Informationen an das Gehirn. Aber der Darm und das Gehirn, die kommunizieren auch über Botenstoffe, Nervenbotenstoffe, Serotonin, unser Glückshormon, das wird zum größten Teil im Darm gebildet. Bestimmte beruhigende, angstlösende Stoffe werden von den Darmbakterien gebildet und wirken dann eben auf das Gehirn ein. Das heißt, der Darm sorgt so für einen unterschwelligen Stimmungsteppich. Und nur wenn es meinem Darm gut geht, geht es mir auch psychisch gut. Ich habe mal gehört, dass mehr Informationen vom Darm ins Gehirn gehen als andersrum. Das ist richtig? Ja. Also 90% der Informationen meldet der Darm dem Gehirn. Der Darm gibt Informationen darüber, ob Entzündungen vorliegen, ob das Immunsystem aktiviert ist, ob Nahrungsmittel aufgenommen werden, die zu Infektionen führen und das Gehirn dann da entsprechend vielleicht den Brechreiz auslösen muss. Und das Gehirn sendet nur 10% der Informationen an den Darm. Das heißt, der Darm arbeitet ziemlich selbstständig. Und der Darm ist auch das einzige Organ, was außerhalb des Körpers funktioniert. Das heißt, wenn ich ein Stück Darm in eine Nährlösung lege, dann arbeitet der Darm wochenlang, produziert Stuhl, kontrahiert sich. Kein anderes Organ kann außerhalb des Körpers leben. Und das liegt auch daran, dass der Darm ein eigenes Nervensystem hat. Also dem Darm wird auch in der Hierarchie der Organe eine ganz große Bedeutung zugemessen. Da wäre die Frage jetzt auch noch wichtig. Bei Säuglingen, Kleinkindern, das Gehirn entwickelt sich ja auch weiter. Ist in dem Prozess die Darmflora dann auch von großer Bedeutung? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Beispiele. Wenn man zunächst mal vielleicht eine Geschichte aus einem Tierversuch, wenn man bei jungen Mäusen mit einem starken Antibiotikum die Darmflora weitgehend abtötet, dann entwickelt sich das Gehirn der jungen Mäuse nicht richtig. Das heißt, es werden nicht genug Nervenzellen gebildet, die vernetzen sich nicht richtig. Man weiß aus einer anderen Untersuchung, da hat man kleinen Kindern relativ früh als Allergieschutz einen bestimmten Milchsäurestamm gegeben. Lactobacillus rhamnosus hieß der, den haben die Mütter schon in der Schwangerschaft bekommen und die Kinder dann in den ersten Lebensmonaten. Und die haben tatsächlich weniger Allergien bekommen, aber das Interessante hat man 13 Jahre später festgestellt, weil man hat dann diese Kinder nochmal einbestellt. Und die Gruppe, bei der relativ früh die Darmflora optimiert wurde, aufgebaut wurde, aus dieser Gruppe hat kein einziges Kind ADHS bekommen oder Autismus, aber in der Gruppe, die eben das Placebo erhalten hat, da waren immerhin 17% betroffen. Das heißt, eine frühe Pflege der Darmflora bekommt langfristig auch dem Gehirn. Jetzt mal rückwärts gefragt, dann mein Kind hätte jetzt ADHS eben. Kann ich da was machen mit dem Darm oder ist das automatisch? Also es gibt ja zwei Varianten, entweder man tut nichts oder man verschreibt Tabletten. Ja, kann man das anders lösen? Ja, also man kann zumindest einen Versuch starten und es gibt auch Belege, dass das häufig auch funktioniert. Das heißt, ich würde zunächst mal eine Darmflora-Analyse durchführen lassen und schauen, welche Störungen liegen vor. Manchmal sind bestimmte Keimstämme vermehrt oder vermindert und dann gibt es eben die Möglichkeit, die eventuell zu substituieren oder auch die Darmflora zu lenken. Und dann macht es Sinn, man wird alleine über die Ernährung es nicht schaffen, eine stark gestörte Darmflora wirklich zu optimieren, aber die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, darmfreundlich kochen, wenig Zusatzstoffe und eventuell die fehlenden Keime substituieren oder Präbiotika einnehmen. Und da erleben viele Eltern durchaus eine Besserung.
Haben wir gerade über Kinder gesprochen. Vorhin war schon das Beispiel, eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten, die uns im Alter droht, ist natürlich Alzheimer. Und da wäre jetzt die Frage, kamen mehrere Anfragen rein, ist der schon in Gang gesetzte Gedächtnisverlust bei Alzheimer-Patienten durch eine Sanierung des Darms verbesserbar, anhaltbar oder vielleicht sogar reversibel? Mhm. Wie schaut das in der Forschung aus? Weil ich denke mal, das sind ja sehr lange Prozesse ja, dann. Ja. Gibt es da Ergebnisse schon? Also man vermutet, dass verschiedene, also Alzheimer gehört zu den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, das heißt einer Erkrankungsart, die das Nervensystem schädigt, degenerieren lässt. Dazu gehört auch Parkinson oder Multiple Sklerose. Und man weiß, dass das Risiko erhöht ist, wenn bestimmte Entzündungswerte im Körper erhöht sind. Und diese Entzündungswerte oder diese Entzündungen, die entstehen ganz häufig im Darm. Kürzlich hat man festgestellt, dass Alzheimer dann häufiger auftritt, wenn ich zum Beispiel eine Helicobacter-Infektion habe, das ist eine Mageninfektion, und die nicht behandelt wird und die über Jahre besteht oder Jahrzehnte, dann ist Alzheimer häufiger. Oder bei Morbus Parkinson weiß man, dass auch der Morbus Parkinson wahrscheinlich im Darm beginnt und man überlegt jetzt, wie man da eventuell gegensteuern kann. Es gibt die Möglichkeit, ist allerdings kein zugelassenes Verfahren, sondern erst in Studien, dass man die Darmflora transplantiert. Das heißt, man überträgt die Darmflora, die Darmkeime eines gesunden Menschen auf einen Kranken und hat da bei manchen Erkrankungen, Multiple Sklerose, da gibt es Untersuchungen zu, und auch bei Parkinson, bei Alzheimer bin ich mir nicht sicher, ob da schon das untersucht wurde, aber da hat man teilweise gute Erfolge erzielen können, zumindest die Krankheit in vielen Fällen zum Stillstand bringen können. Wir haben jetzt schon mehrere Mails reinbekommen mit der Frage, die Basics eigentlich, wie kann man sich denn eigentlich schlau machen, also über die Zusammensetzung seiner Darmflora, wo gehe ich da hin, wo mache ich das? Ja, da gibt es Labore, mikrobiologische Labore. Das muss man selber zahlen, tippe ich jetzt mal, oder? Ja, meistens muss man selber zahlen. Theoretisch könnte man auch selber eine Stuhlprobe einschicken, aber die Labore dürfen Nicht-Medizinern keine Therapieempfehlungen geben. Deshalb geht man am besten über den Hausarzt oder den Arzt, der einen eben betreut, lässt über diesen Arzt eine Stuhlprobe einschicken und bekommt dann nach 1-2 Wochen das Ergebnis und kann dann anhand dieser Stuhluntersuchung relativ gut sagen, diese Keimgruppe ist vermehrt, die ist vermindert. Und, muss ich da beim Facharzt sein, dass der das versteht und deuten kann, oder kann das mein normaler Hausarzt? Das kann eigentlich der Hausarzt. Also die Empfehlungen und die Angaben, die sind gut verständlich, und auch der Hausarzt kennt sich natürlich da in gewisser Weise mit aus. Und die Krankenkassen übernehmen das in der Regel nicht. Vielleicht in Ausnahmen, wenn Beschwerden seit vielen Jahren bestehen oder Krankheiten wie entzündliche Darmerkrankungen vorliegen. Kann sein, dass dann die eine oder andere Kasse so kulant ist. Die Kosten liegen so bei, je nachdem, um die 100, 150 Euro. Okay, jetzt eine Detailfrage, aber vielleicht auch mal sowas hier. Eine Anfrage von Lieschen. Hat ein guter Vitamin-D-Spiegel positive Einflüsse auf den Darm? Mhm. Vitamin D ist ja ein Hormon, was wir selber bilden, was in der Haut gebildet wird. Aber bestimmte Ausgangsstoffe für die Vitamin-D-Produktion, die nehmen wir eben über die Nahrung auf oder die werden im Körper gebildet. Und natürlich ist ein gesunder Darm wichtig, um ausreichend Vitamin D zu produzieren, und umgedreht hat Vitamin D auch eine entzündungshemmende Wirkung und wirkt da eben auch wieder auf den Darm zurück. Und man weiß zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, auch bei Darmkrebs und anderen Tumorerkrankungen, dass es gut und wichtig ist, wenn zur Diagnosestellung ein hoher Vitamin D-Spiegel besteht. Das heißt, es gibt schon Verbindungen, vor allem auch über das Immunsystem zum Darm. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, Immunsystem, was ja immer stärker zunimmt, quasi als große Zivilisationskrankheit, sind Autoimmunerkrankungen, oft mit diffusen Quellen, man weiß nicht genau, wo kommen die her. Hat der Darm damit auch was zu tun? Ja, auf jeden Fall. Der Darm ist das Headquarter des Immunsystems, also das größte Immunzentrum liegt im Prinzip im Darm. Das sind nicht die Lymphknoten oder der Thymus, es ist der Darm. 70% aller Immunzellen sind dort stationiert. Und das Immunsystem kommt im Darm mit den Bakterien in Verbindung mit bestimmten Nahrungsbestandteilen und wird trainiert.
Und wenn eben über den Darm es zu Störungen kommt, zu Entzündungen, Leaky Gut-Syndrom zum Beispiel, dann wird das Risiko und die Wahrscheinlichkeit für Autoimmunerkrankungen erhöht. Das heißt, man sollte bei Autoimmunerkrankungen, die ja ganz unterschiedliche Organe auch wiederum betreffen können, die können die Haut betreffen, die Schilddrüse, die Nebennieren und so weiter. Es gibt ja unzählige Autoimmunerkrankungen. Sollte man sich auch immer den Darm anschauen. Man sollte Entzündungswerte untersuchen im Blut und auch schauen, ob bestimmte Bakterienbestandteile, werden abgekürzt LPS, ob die auch im Blut zum Beispiel nachweisbar sind. Das ist dann ein Beleg dafür, dass diese Autoimmunerkrankung möglicherweise an einer von einer Darmentzündung ausgeht. Jetzt haben wir eine Anfrage bekommen von Herrn oder Frau Simsens. Mein Schwiegersohn hat Morbus Crohn und Akne inversa. Wegen der Akne soll er Biologika nehmen. Haben Sie für den Ernährungstipps? Ich muss jetzt ganz einfach fragen, auch was ist Akne inversa genau? Ja. Ist das Akne oder ist es anders? Es ist nicht diese Pubertätsakne, die die meisten Teenager mehr oder weniger stark haben. Es ist eine andere Form der Akne, die zum Beispiel in Leisten oder in der Achselhöhle sich zeigt. Und man weiß, dass das Hautmikrobiom, also die Hautkeime bei Akne inversa, verändert sind. Und bei Morbus Crohn, das Interessante ist ja, dass diese beiden Krankheiten in dem Fall zusammen auftreten. Bei Morbus Crohn, das ist eine Erkrankung, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und auch da hat man festgestellt, dass die Vielfalt der Darmflora fehlt, dass bestimmte Keime die Entzündungen fördern, überhand nehmen. Und es macht deshalb durchaus Sinn, den Darm zu behandeln, indem man auch wieder erstmal vielleicht schaut, welche Keime fehlen und dann über eine darmfreundliche Kost, eventuell auch Nahrungsergänzungsmittel, versucht, die Darmflora wieder zum Gesunden zu bringen. Und es gibt Hinweise, dass eine gesunde Darmflora auch die Hautbesiedlung, die Hautflora verändert. Also ich muss die Haut gar nicht direkt behandeln, sondern ich kann über eine Regeneration der Darmflora auch Effekte auf der Haut erzielen. Und man kann natürlich auch mal einen Abstrich auf der Haut machen lassen und vielleicht auch Dinge meiden, die die Hautflora durcheinander bringen. Also zu häufiges Duschen, zu häufiges Reinigen, desinfizierende Mittel und so weiter. Aber ich würde die ganze Geschichte über den Darm angehen. Jetzt habe ich hier noch eine Frage bekommen. Ich esse sehr viel Rohkost. Gibt es Vor- oder Nachteile für den Darm bei Rohkost oder gekochter Nahrung? Rohkost ist ja zunächst mal ganz gut für den Darm. Es enthält viele Ballaststoffe. Je nachdem, was ich esse, enthält es eben auch viele Präbiotika, also viel Bakterienfutter. Aber manche Bestandteile aus der Rohkost, die lassen sich sogar aus gekochten Nahrungsmitteln viel besser aufnehmen. Zum Beispiel gekochte Karotten, da kann ich viel mehr von diesem Beta-Carotin rausziehen. Oder gekochte Tomaten, Tomatensauce, Ketchup, was auch immer. Ketchup enthält natürlich viel Zucker, aber Tomatensauce, Tomatenmark, da kann ich das Lycopin, das ist auch ein Carotinoid, kann der Körper da viel besser verwerten. Rohkost ist natürlich toll, aber ideal ist eine Mischkost. Ich denke an andere Dinge da auch. Ja, bitte? Ist das nicht begleitet von vielen Blähungen? Und, Vor allem, wenn ich Rohkost nicht gewöhnt bin und meine Darmflora das noch nicht richtig verarbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt von einem typischen Fast-Food-Lebensstil umsteige, weil es gesünder ist, auf jeden Tag einen Pfund Rohkost, dann bekomme ich Blähungen. Das heißt, man muss den Darm an diese größere Ballaststoffzufuhr erstmal langsam gewöhnen. Die Darmflora stellt sich innerhalb weniger Wochen um und dann werden auch Blähungen und Beschwerden weniger. Also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern langsam sich selber und den Darm dran gewöhnen. Ich habe hier eigentlich, was auch da reingeht in diese Richtung, ich habe mit meinem Gewicht keine Probleme, von Barbara ist das, aber mein Bauch nervt, das heißt, es geht wahrscheinlich auch vor allem um Blähungen. Jenseits der Rohkost jetzt, was gibt es da für Empfehlungen, wie man das eindämmen kann? Ja, nicht jeder, der, also man muss vielleicht nochmal einschränken, nicht jedes Gewichtsproblem hängt auch mit dem Darm zusammen. Man denkt, dass ein Drittel der Menschen oder des Übergewichts mit dem Darm zu tun haben. Und nicht jeder, der eine gestörte Darmflora hat, hat auch automatisch Übergewicht. Das heißt, man müsste jetzt wissen, welche Probleme bestehen. Also Stuhlunregelmäßigkeiten, eher Obstipation, da fehlen dann häufig Milchsäurebakterien und Lactobacillen.
Oder sind es eben Blähungen, dann muss man schauen, wie ernährt man sich? Kann man vielleicht bestimmte Ernährungen umstellen? Gibt es vielleicht auch Nahrungsmittel, die ich nicht vertrage? Es gibt ja auch Nahrungsmittelallergien, die eben zu Bauchbeschwerden führen können. Und das sollte man in dem Fall erstmal abklären lassen. Ja, okay, dann nächste Frage auch gleich von Willi. Verändert sich die Darmflora durch die Wechseljahre? Denke ich mir ganz sicher wahrscheinlich. Mhm. Und steuern Hormone den Darm? Haben wir ja schon ein bisschen gehabt. Mhm. Vielleicht sagen Sie uns da was dazu, was passiert, wenn dieser große Hormonumschwung kommt im Körper? Genau, also der Darm, der bleibt davon natürlich auch nicht unberührt. Die Darmflora ist in jedem Lebensalter und bei jedem Lebensstil etwas anders. Und wenn natürlich der große Hormonumschwung kommt, dann kann es auch sein, dass die Darmflora an Vielfalt verliert, dass die Darmflora weniger Keimstämme sich entwickeln oder bestimmte Keime überhand nehmen. Und wenn ich Hormontabletten nehme, verstärkt das natürlich nochmal alles. Wobei viele Frauen eben ohne Hormongabe auch wirklich schwierig zurechtkommen. Aber man sollte trotzdem schauen, wie sieht es im Darm aus? Habe ich Probleme? Habe ich irgendwelche Beschwerden? Weil nämlich der Darm und die Darmflora auch für den Hormonstoffwechsel zuständig ist. Das heißt, wie hoch meine Östrogen- oder Testosteronspiegel sind, hängt mit der Zusammensetzung der Darmflora zusammen. Und wenn die Darmflora gesund ist, dann kann ich auch meine Hormonlevel ein bisschen günstig beeinflussen. Und im Alter, also weit über die Wechseljahre hinaus, geht eine abnehmende Vielfalt der Darmflora mit einer Zunahme der Gebrechlichkeit einher. Das heißt, es macht Sinn, in der Zeit der Wechseljahre schon darauf zu achten, dass die Darmflora möglichst ihre Vielfalt behält. Vielleicht noch eine weitere Frage dazu. Jelda über Facebook. Haben die Vitamine B12, B1 und B6 einen erheblichen Einfluss auf den Darm? Ja, das sind natürlich Vitamine, die wir in ganz vielen Bereichen benötigen. Ja, Vitamine, die teilweise für den Energiestoffwechsel notwendig sind oder die auch für die Nervenfunktion notwendig sind. Also alles, was auch mit dem Darm so ein bisschen zu tun hat. Und B12 wird ja sogar von Darmbakterien produziert. Das heißt, wie gut ich mit B12 versorgt bin, das hängt auch wieder von der Zusammensetzung meiner Darmflora ab. Und man weiß, dass ein B12-Mangel häufig auch zu neurodegenerativen Krankheiten führen kann oder auch diese zumindest begünstigen kann. Und auch hier ist es eben wieder so, eine gute Darmflora versorgt mich auch mit vielen guten Stoffen und vielen guten Vitaminen, die mir ermöglichen, lange gesund zu bleiben. Damit noch von Andreas eine abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Gibt es eine empfohlene Konzentration von beispielsweise Probiotika? Ja, Sie müssen sich vorstellen, die Keime, die Sie zuführen, zum Beispiel in Form von Probiotika, die stehen einem Heer von 100 Billionen Keimen gegenüber. Und in Studien hat man meistens pro Tagesdosis mindestens 10 Milliarden Keime gegeben. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, ist aber eigentlich auch immer noch eine homöopathische Dosis. Das heißt, man muss die Keime ausreichend hoch dosieren. Wenn ich nur 1 Million Keime in dem Präparat habe, bewirkt das nicht ganz so viel. Dann wird das von dem Heer der Keime, die schon im Darm leben, überrannt. Wichtig ist es auch, zumindest sagen das aktuelle Studien, dass sich diese Probiotika nur dann ansiedeln können, wenn ich ausreichend Ballaststoffe zu mir nehme, wenn die Ernährung stimmt, wenn ich vielleicht schon im Präparat auch Präbiotika enthalten habe. Weil wenn die Keime im Darm ankommen, brauchen die was zu essen, sonst wandern die wieder ab. Ja, würde uns ähnlich gehen, wenn das Restaurant geschlossen hat. Gut, das war der Themenkomplex jetzt sozusagen die inneren Werte. Kommen wir zu einem ganz anderen. Also wir arbeiten ja gerade an einem neuen Buch, das im Herbst rauskommen wird, mit dem schönen Titel Schön mit Darm. Was hat der Darm generell mit Ausstrahlung und auch mit reiner Haut zu tun? Ein bisschen was haben wir schon gehört. Das waren ja eher, sagen wir mal, die nicht so angenehmen Fälle wie Akne oder Neurodermitis. Erzählen Sie uns da was über den Zusammenhang zwischen Darm und Haut. Ja, die Verbindung zwischen Darm und Haut, die wird ja schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert. Früher waren es auch eher die Heilpraktiker, die so diese Verbindung hergestellt haben. Und von den Medizinern ist das leider häufig belächelt worden. Aber heute weiß man, dass der Darm und die Haut, die stehen in ganz enger Verbindung. Also nicht nur, dass der Darm zum Beispiel eine Rolle spielen kann bei Akne, da gibt es Untersuchungen, bei Neurodermitis, bei Allergien, bei Schuppenflechte möglicherweise, sondern der Darm macht uns auch attraktiver. Das heißt, eine gesunde Darmflora
versorgt uns zum Beispiel mit Antioxidantien. Das sind Stoffe, die hautschädigende freie Radikale abfangen, die uns Falten verursachen würden. Und der Darm schützt uns vor Falten. Bestimmte Darmbakterien erhöhen den UV-Schutz der Haut. Das heißt, wir sind dann weniger lichtempfindlich. Die Darmbakterien und auch die Hautflora natürlich, wir haben ja auch eine Hautflora, also Keime auf der Haut, die stehen in engem Austausch, in enger Verbindung. Und beide sollten reichhaltig sein. Und dann tut das auch unserer Haut gut. Wie kann ich das, also wann merke ich an mir selber sozusagen, was jetzt die Ursache für, ich sag's mal so, schwitzige Hände oder für kleine Schuppenflechten und so weiter sein kann, wenn normalerweise, ich kläre das mit einer Salbe eigentlich oder mit Hände waschen, wann merke ich eigentlich, dass der Darm die Ursache überhaupt dafür sein kann, weil das wäre nicht der erste Weg, den ich gehen würde jetzt. Ja, das ist meistens nicht der erste Weg, ja, weil man Haut und Darm nicht auf den ersten Blick in Verbindung bringt. Man kann natürlich erstmal schauen, habe ich Darmprobleme? Ja, krummelt mein Bauch häufig? Habe ich Blähungen? Habe ich Stuhlunregelmäßigkeiten? Eine große Untersuchung mit vielen tausend Menschen hat herausgefunden zum Beispiel, dass Menschen, die unter einer starken Akne leiden, ganz, ganz häufig auch Darmprobleme haben. Also dass sie viel häufiger als diejenigen, die damit keine Probleme haben, über zum Beispiel Obstipation, also über Verstopfung klagen, über Bauchschmerzen. Man bringt das nicht in Verbindung miteinander, aber wenn ich Hautprobleme habe und auch den Eindruck habe, mit meinem Darm, da läuft es nicht so ganz, dann ist eben die Überlegung, lasse ich das mal untersuchen. Bin ich bereit, 100, 140 Euro zu investieren, um vielleicht eine von vielen Ursachen zu finden und vielleicht auch da ansetzen zu können. Was mir noch in den Sinn kommt, ist jetzt auch das Thema Stress, also vor allem Leute im anstrengenden Berufen oder ich sag's mal so, oder wenn man mehrere Aufgaben zu füllen hat, die Kinder müssen versorgt sein irgendwie, man macht Überstunden, man muss abends noch irgendwas erledigen. Leute, die viel Stress haben, kennt man ja, sagt man immer, das schlägt dann auf den Magen, auf den Darm vermutlich auch. Ja, genau. Und jenseits der Stressreduktion, also weniger zu arbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten, um das irgendwie besser ins Gleichgewicht zu bringen? Ja, da kommen wir schon wieder zu der Darmflora. Die ist so toll. Es gibt da wirklich spannende Untersuchungen, dass man zum Beispiel den Cortisolspiegel senken kann mit bestimmten Bakterienkombinationen. Da hat man Frauen 4 Wochen lang einen mit bestimmten Keimen, waren Milchsäurebakterien, Bifidobakterien drin, angereicherten Joghurt essen lassen und anschließend den Stresshormonspiegel gemessen. Und tatsächlich, die Gruppe, die diesen Joghurt gegessen hat, die hatte niedrigere Stresshormonspiegel. Und die Frauen haben auch selber gesagt, ich fühle mich viel besser, ich fühle mich weniger gestresst. Und das haben diejenigen, die den Placebo-Joghurt bekommen haben, eben nicht gesagt. Und dann hat man sogar noch das Gehirn gescannt, also mit so einem Kernspin, und hat festgestellt, wer diese Keime zu sich genommen hat, der konnte sich besser vom Stress distanzieren. Also der war nicht mit ganz so vielen Emotionen bei stressigen Geschehen dabei. Andersrum gefragt, das Typische ist, wenn man Stress und Eile hat, ist ja Fast Food. Was ist an Fast Food so schlecht für den Darm? Ja, die Darmflora passt sich an das an, was wir essen. Das heißt, Veganer haben eine andere Darmflora als Fastfood-Liebhaber oder als Süßmäuler. Und wenn ich viel Fastfood esse, sehr kohlenhydratreich esse, dann entwickeln sich Keime im Darm, die zum Beispiel Entzündungen fördern. Die Entzündungen wiederum verursachen mir ein stärkeres Stressgefühl. Die lassen den Cortisolspiegel nach oben gehen. Das heißt, das ist so ein Teufelskreis. Ich habe Hetze, ich habe Eile, ich will schnell was essen, esse etwas, mache das vielleicht mehrmals pro Woche, bekomme dadurch noch mehr Stress, bekomme noch ein größeres Verlangen nach Fast Food. Und diesen Teufelskreis durchbricht man eben auch am besten, indem man vielleicht in weniger stressigen Zeiten anfängt, sich vernünftig zu ernähren und dann vielleicht das Stresslevel in stressigen Zeiten gar nicht mehr so hoch kommen lässt. Stress hat Rückwirkungen auf den Darm und der Darm hat Rückwirkungen auf den Stress, also es ist ein Teufelskreis. Man weiß von Studenten, dass die in der Prüfungszeit eine deutlich verarmte Darmflora haben, dass bestimmte Keime zurückgehen, aber in den Semesterferien sich die Darmflora wieder ganz gut erholt. Ist Bier gut für den Darm?
ist nicht schlecht. Also für Studenten, ja, ja, klar. Ja, ja, wir haben hier noch so ein bisschen abschließend auch, was können wir denn tun, um die Mikroorganismen im Darm so zu pflegen, dass es rundum gut geht? Das heißt, es ist ja nicht nur die Ernährung, da muss ja noch mehr dahinter stecken eigentlich. Genau, also die Ernährung ist sicher was ganz Zentrales. Ja. Das ist ganz so das doofe Frage. Bewegung ist für den Darm irgendwie gut, merkt er das? Oder? Ja, also der merkt das. Man weiß, dass zum Beispiel Sportler, man hat das glaube ich mit Rugby-Spielern und Läufern und so weiter, untersucht, dass sie eine viel gesündere Darmflora haben. Und selbst wenn man Ernährungsaspekte rausgenommen hat, das heißt, man könnte ja sagen, die Sportler essen vielleicht auch anders. Aber selbst dann gab es deutliche Unterschiede zu den Couch-Potatoes. Also Bewegung macht auf jeden Fall eine gute Darmflora. Stressmanagement, Stressreduktion ist das Nächste, was eben wichtig ist. Etwas mehr Schmutz, etwas weniger Hygiene, auch ganz wichtig. Also es muss nicht jedes Staubkörnchen zu Hause beseitigt werden. Und auf desinfizierende Haushaltsreiniger sollte man auf jeden Fall verzichten. Die Bakterien, die man zu Hause im Hausstaub findet, die sind ungefährlich. Ist es generell mit Umweltgiften, ich sag mal Weichmacher etc.? Ja, da haben sicher... Ist das nur ein Problem für die Haut, oder? Na gut, Weichmacher haben ja teilweise hormonartige Wirkungen. Das heißt, die gelangen auch in den Körper, besetzen teilweise Hormonrezeptoren. Und die Weichmacher aus diesen Plastikflaschen und sowas. Und die haben natürlich für den gesamten Organismus, also Einfluss auf den gesamten Organismus. Und bestimmte Bestandteile, die wir auch in der Nahrung finden oder auch in Spülmitteln und so weiter, die können eben auch die Darmflora beeinflussen. Jetzt habe ich hier eine Frage von Hubert aus München. Der macht Kraftsport und nimmt sehr viele Eiweißshakes zu sich. Gut oder schlecht? Ja, Eiweiß braucht man natürlich zum Muskelaufbau. Ja. Kein Kraftsportler kommt ohne eine ordentliche Eiweißzufuhr aus. Aber was eben wichtig ist, es dürfen die präbiotischen Ballaststoffe nicht fehlen. Das heißt, viel Gemüse, Obst, Haferflocken, also auch mal Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das ist ja sowas bei diesen Low-Carb. Das wollen die alle gar Genau, das ist bei diesen Low-Carb-Diäten ist das verpönt, aber bestimmte Nahrungsbestandteile, die Darmbakterien brauchen, sind eben nun mal Kohlenhydrate. Die Jutta schreibt uns über Mail, kann das fermentierte Getränk Kombucha helfen, die Darmflora zu verbessern? Ja, fermentierte Sachen, also alles, was fermentiert ist, funktioniert ganz gut für die Darmflora. Da ist meistens auch Milchsäure drin, die den Darm ein bisschen ansäuert. Und die Fermentierung wird ja durch Keime hervorgerufen, teilweise Pilze, teilweise Bakterien. Und das ist für den Darm nicht schlecht. Jetzt habe ich hier Jens, schreibt uns, wie kann ich die Gruppe der Bakterioiden im Darm vergrößern? Ist das was anderes als Bakterien? Oder? Ja, es gibt diese zwei großen Stämme, Bacteroidetes, die eine Gruppe, das sind die, sagen wir mal, Rank- und Schlankbakterien. Das sind diejenigen, die Menschen, denen es leicht fällt, schlank zu bleiben, in großer Zahl im Darm haben. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die Moppelbakterien, die nennen sich Firmicutes. Und die sind bei Übergewichtigen stärker im Darm. Und bei den Bacteroidetes weiß man, wenn ich zum Beispiel Kaffee trinke, dann steigen die an. Rotwein hilft ganz gut. Oder Äpfel mit Schale lassen die Zahl ansteigen. Also viele Ballaststoffe verändern das Verhältnis dieser beiden Keime. Gut, dann haben wir von Christoph, der schreibt uns über Mail auch, kann es durch die längere Einnahme von Präbiotika zu einer Fehlbesiedlung des Dünndarms kommen? Dünndarm? Ja, Dünndarm, ist, genau. Präbiotika sind ja normalerweise ganz natürliche Nahrungsbestandteile. Eine ausgewogene Darmflora braucht Präbiotika. Und die sind meistens in der Nahrung zu wenig enthalten. Das heißt, eine regelmäßige Präbiotika-Zufuhr ist nicht schädlich. Zum Beispiel mit was? Über die Ernährung zum Beispiel. Was wären da die bevorzugten Lebensmittel? Ja, da könnte man, Lauchgemüse, ja, oder Hülsenfrüchte, Endivien-Salat, etwas grüne Bananen. Also je grüner die Banane ist, desto mehr Präbiotika enthält sie. Je reifer sie ist, desto weniger enthält sie. Also wem das nichts ausmacht, die etwas grün zu essen, der nimmt damit auch Präbiotika zu sich. Und natürlich, wahrscheinlich ist hier bei der Frage auch die Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel gemeint. Glaube ich auch, ja. Genau, und die sind ja meistens auch aus natürlichen Bestandteilen. Also Inulin ist so ein Präbiotikum, das wird meistens aus der Zichorienwurzel gewonnen oder
resistente Stärke, Kartoffel, Mais. Das sind also Bestandteile aus Nahrungsmitteln. Jetzt vielleicht zum Abschluss, woran forschen Sie gerade? Was sind diese ganz neuen Trends, die da kommen? So ein bisschen was ist natürlich die degenerativen Krankheiten im Alter, denke ich. ADHS hatten Sie vorhin schon erwähnt. Genau. Was gibt es da noch, irgendwie was sozusagen, wo man nicht sofort drauf kommen würde, wofür ist der Darm noch alles gut? Ja, also wir forschen im Moment gerade zum Thema Darm und Haut, das hatten wir ja schon. Aber eben der Darm, ich denke, dass wir in Zukunft, und da arbeiten auch viele Experten und Wissenschaftler dran, manche Krankheiten eben wirklich mit einer ganz gezielten Gabe bestimmter Keimstämme behandeln können, dass wir psychische Erkrankungen durch Psychobiotika behandeln können, dass man also bei Depressionen vielleicht bald keine Antidepressiva oder weniger benötigt, aber die richtigen Keime dazu gibt, dass man bei Hautkrankheiten Dermabiotika gibt, die also die Haut heilen, bei Übergewicht vielleicht auch bestimmte Keime zuführt oder auch bei Infektionen, dass man also Keime nicht mehr mit Antibiotika behandelt, also Keiminfektionen, sondern mit Probiotika. Das heißt, man gibt ein Gegen, einen Gegenkeim sozusagen. Das ist ja bei Antibiotika, kann ja sein, dass die Wirkung irgendwann erlischt, weil ja, das sozusagen zu oft gemacht wird. Wäre im anderen Fall nicht so, oder dass man da immun wird dagegen? Nein, das ist eher eine Art Mauer oder eine Security, die ich aufbaue. Also wenn die Darmflora gesund ist, dann haben Keime, die wir nicht haben wollen, Reisedurchfallkeime oder was auch immer, weniger Chance, sich anzusiedeln. Also das wird ja auch schon gemacht, dass man vor einer Reise in tropische Länder zum Beispiel bestimmte probiotische Präparate einnimmt und dann das Risiko für Darminfektionen senken kann. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe kürzlich eine lange Reportage gesehen über multiresistente Keime, die vor allem aus Indien und anderen Ländern mitgebracht werden. Wenn die einmal da sind, gehen die wieder weg oder hat man das dann für immer in sich, also wenn man die mit heimbringt? Das kommt halt drauf an, wie stark diese Keime sind, wie gesund ich mich ernähre, wie stark meine eigene Darmflora ist. Vor allem, wenn man in solchen Ländern Antibiotika, also bei Durchfallerkrankungen Antibiotika einnimmt, erhöht das ganz, ganz deutlich die Zahl der resistenten Keime, hat man festgestellt. Und das Problem ist eben, dass dort im Wasser und überall viele resistente Keime schon vorhanden sind, die ich auch aufnehme, durch völlig ungezielte Antibiotika-Einnahme in diesen Ländern. Die sind häufig rezeptfrei erhältlich, die werden bei Haarausfall und Rückenschmerzen eingenommen. Das heißt, eine starke Darmflora ist auch hier der beste Schutz. Und die antibiotikaresistenten Keime werden sicher in den nächsten Jahren auch bei uns große Probleme verursachen. Aber man kann vielleicht starke probiotische Keime entwickeln, mit denen man diese antibiotikaresistenten Keime eindämmen kann. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Jetzt noch mal ganz kurz zu den aktuellen Forschungssachen. Was gibt es denn da für einen Zeithorizont? Ich denke jetzt mal, es wäre eine Sensation, wenn Alzheimer irgendwann behandelbar wäre oder auch gewisse Autoimmunerkrankungen. Wie weit muss man sich das vorstellen, denkt die Forschung da voraus eigentlich? Also wie lange müssen wir warten, bis sich das sichtbar sei es in irgendwelchen Mitteln oder in Erfolgen zeigt? Ja, also seit ungefähr 10 Jahren besteht ja die Möglichkeit, diese Bakterien oder die Darmbakterien kulturunabhängig zu bestimmen. Und seitdem hat die Forschung wahnsinnige Sprünge gemacht. Ich glaube, auf keinem Gebiet wird im Moment so viel geforscht. In den letzten 10 Jahren sind zu dem Thema Mikrobiom 43.000 Artikel, wissenschaftliche Artikel rausgekommen. Und die Entwicklung geht da immer schneller. Das heißt, man hat jetzt in den letzten 10 Jahren ganz viele Informationen gesammelt, aber es sind sicher noch ganz viele Fragen offen. Und gerade in der Alzheimer-Forschung, da werden ja immer wieder neue Medikamente propagiert, die auch sich logisch und schlüssig anhören, dass es funktionieren könnte. Und gerade ist wieder ein Alzheimer-Medikament, hat in Studien gezeigt, dass leider keinen Erfolg bringt. Und ich glaube, dass da wird wahrscheinlich im Moment schon fieberhaft dran geforscht, wirklich etwas zu finden, was solche Krankheiten, was ihnen vielleicht vorbeugen kann oder sie auch, womit man es auch behandeln kann. Aber ich denke, 10 Jahre müssen wir da bestimmt noch warten. Ja, wer nicht so lange warten möchte und etwas generell was Gutes für seinen Darm tun will, ich habe mir eine Mail von Klaus aufgehoben, jetzt eigentlich so für den Schluss.
Welches Kochbuch gibt es für diese Ernährungsform? Das ist natürlich super, ich sage es ganz frech. Wir werden im nächsten Frühjahr mit Frau Axt-Gadermann ein Kochbuch auch machen, weil wir gemerkt haben, es gibt immer sehr viele Rückfragen dann einfach, man hat die Rezepte, die wir jetzt in den Büchern drin haben, durch, was kann ich noch alles tun? Wir werden ein großes, umfangreiches Kochbuch machen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns waren. Wir haben gesehen, das Mikrobiom ist eigentlich ein Maxibiom, hat wahnsinnig große Bedeutung, wie der ganze Darm an sich auch, sehr weitreichend. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie alle heute dabei waren bei uns, dass Sie Zeit hatten einzuschalten, trotz der Hitze draußen. Und ganz herzlichen Dank an Sie, Professor Dr. Axt-Gadermann, für die Einladung. Und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir ein Webinar zu einem Gesundheitsthema oder einem anderen Thema zeigen. Vielen Dank.